So, meine Damen und Herren, lass es geschehen, YouTube, herzlich willkommen. Wir sind heute zu einer neuen Runde in der Meisterhölle und heute werden wir einfach mal probieren, wie die Hog Rider auf Max Level sind. Und wie wir das machen, ist eigentlich ganz einfach. Wir benutzen einfach den letzten Machttrank und schauen mal, wie der sich hier in der Meisterhütte denn so auswirken tut. Wir gehen einfach mal auf Jetzt suchen. Und dann werden wir hier mal mit Boden angreifen und werden mal Maxed Packer benutzen. Ja. Dazu dann Maxed von diesen Hog Ridern. Und ein paar Barbaren, würde ich sagen. Ja. Und dann werden wir mal schauen, wie weit wir kommen und was wir so erreichen können. Let's go! Wir können ja mit dem Machttrank kann man ja alles Maxed machen. Hahaha. So, dann werden wir hier mal und hier mal einen Packer ansetzen. Werden hier mal den Hog Rider reinschicken, den Hog Rider Glider. So, jetzt haben wir hier betäubt. Wir werden jetzt die restlichen Barbaren reinschicken. Maschine hinterher und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Gleiter. Shit. Ich hätte gedacht, wir könnten das betäuben. Das ist ja mega witzig, die Gleiter. Yeah! Und guck mal, wie lange die betäubt ist. LOL. Die ist ja richtig lange betäubt. Ah, die Maschine hält nicht mehr durch, schade. Mal gucken, wir brauchen 20 Jahre, bis der Barbar da durch ist, aber egal. Er gibt nicht auf. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, haut. Ah, rechts, links, 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 rechts. Okay, der Bruder hat kein Schema. Der macht das einfach irgendwie. So, 59% ist so in Ordnung. Wir werden jetzt einfach mal alle Max-Einheiten ausprobieren und einfach mal schauen, wie gut wir mit dieser Armee vorankommen oder allgemein mit den Armeen vorankommen. Wir werden einfach mal alles durchtesten, durch die Bank weg und schauen, wie gut die sind. Okay? Wir haben jetzt die Hog Rider mal mit den Packern zusammen gesehen. Wir testen jetzt mal die Babydrachen, die ja jetzt, wenn sie Max Level sind, 4 Stück sind. Und dazu die Minions. Und schauen mal, wie die Minions mit den Babydrachen funktionieren. Schauen wir uns das mal an. Und dann müssen wir erstmal wieder nachschicken. Alter, wir haben so viele Babys, Leute. Wahnsinn. Wie viele Babys. Okay, wir machen das hier ja jetzt nicht um zu gewinnen, sondern einfach mal zu Demonstrationszwecken. Aber ihr seht schon, die Babys, obwohl es sehr viele waren, sind alle weg. Und es wird jetzt ziemlich schwierig für die Maschine, hier noch den zweiten Stern zu holen, wenn die Maschine natürlich nicht nach unten geht. Sie wird hier einer Doppelkanone und einer normalen Kanone ausgesetzt. Das bedeutet, das wird nur ein Stern. Und ich sage mal so, also das ist jetzt das Erste. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir jetzt hier auf den Max-Level wären, wie dann die Babydrachen mit den Minions zusammen funktionieren würden. Wir testen jetzt mal was ganz anderes. Wir testen jetzt einfach mal die Maxed Minions mit Maxed Loons und schauen mal, wie krass das für aus, also was das für Auswirkungen hat. So, dann setzen wir erstmal an. Gucken, dass wir überall nochmal ein bisschen was frei wegholzen können. Oh, das sieht gut aus. Und dann fangen wir mal an einzusetzen hier. Und wir können natürlich hier richtig schön viele einsetzen, weil wir haben 2 Lager davon voll. Und fangen dann mal langsam an, die Loons mit anzusetzen. Setzen hier nochmal einen Loon in die Mitte mit ab. Und werden jetzt nochmal einen Loon hier drüben mit ansetzen. Das ist sehr ärgerlich. So.
Dann gucken wir mal, wie die tanken. Und man sieht jetzt schon den Unterschied, wie lange so ein Loon stehen bleibt. Na? Und wie viel der wegtankt, im Gegensatz zu den Babys. Ich glaube, man könnte die Babys natürlich auch benutzen, um erstmal so außenrum ein bisschen was abzugrasen und dann mit Minions ranzugehen. Aber ich bin trotzdem immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass die beste Variante tatsächlich die Babys, also die Loons und die Minions sein werden. Das ist natürlich... Kommt immer wieder drauf an. Ich würde auch nachher nochmal gerne ein bisschen Boden probieren und schauen, wie tatsächlich sich die... wie sich die verhalten, die... Das Boden mit den Hogrider. Oder wir spammen einfach mal nur Hogrider rein. Das können wir natürlich auch mal machen. Einfach mal nur Hogrider in die Base schicken und mal gucken, wie das am Ende aussieht. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Wir werden mal einen Uhrenschub benutzen, weil da haben wir zum Glück noch ziemlich viel. Sowas behält man dann halt für die Videos, ne? Und wir können auch, was wollen wir noch probieren? Was geht noch? Wir können die Max Hexen, wir können die Max Archer probieren. Genau, weil die kriegen ja auch zwei Felder mehr. Die Barbaren, der Wutzauber ist halt schneller. Die Riesen kriegen nur HP dazu. Die sind auch nicht so wichtig. Cannon Cards, auch nicht wirklich wichtig. Hexen, auch nicht wirklich wichtig. Ein bisschen HP. Was halt interessant wäre, wenn überhaupt, das sind dann die Babys, die mehr kriegen. Und natürlich die neue Einheit. Die wollen wir ausprobieren auf dem maximalen Level. Und schauen mal, was wir da kriegen können. Dann gucken wir mal nach. Da bin ich mal gespannt auf Level 18. Mal gucken, wie die abgehen. Wir könnten natürlich auch noch eine Handvoll Barbaren mitnehmen. Weil die gehen ja direkt auf die Defense, ne? Also die gehen ja nur auf Defense. Wartet mal, wir gucken mal. Hogrider! Geil. Okay, Leute, ich glaube, das wird nix. Also, wir kriegen die Barbaren noch irgendwie in die Hütte da, in die Mitte rein, aber ich glaube, das wird nichts. Also, wir können die hier irgendwie, die Maschine da vorbei lotsen. Aber sonst wird das halt gladiatorenmäßig schwierig, da irgendwas hinzukriegen. Oh mein Gott. Okay, die Hogrider so alleine bringen auch nichts. Das muss dann schon... Das muss tatsächlich schon Boden sein. Irgendwelche Einheiten mit Boden, die dann die anderen Sachen noch ein bisschen mit wegtanken. Ah, jetzt auf einmal willst du dahin. So. Dann müssen wir mal gucken. Ob man die letzten... Ich glaube aber nicht, dass wir die da rankriegen. Ne, die kriegen wir nicht an. Die kriegen wir nicht ans Haus. Also, das haben wir halt hochgradig verloren. Aber dann muss man eine gute Armee irgendwie zusammenmischen. Also die machen schon viel weg. Aber sobald die in den Crusher reingehen, sind die halt einfach... Die Hogrider sind halt einfach... Die sind halt einfach komplett weg. Die werden halt komplett wegdeleted irgendwie. Wir könnten aber nochmal tatsächlich so diese Armee ausprobieren mit dem hier. Ich würde sogar sagen drei Packer. Und dann eine Packung Cannon Cards. Ne, wir brauchen ja die, ne? Zwei Packer reichen ja zum Tanken. Und dann haben wir ja die Hogs noch dazu. Also was wir natürlich mal machen könnten, wir könnten auch mal so machen und so. Und dann gucken wir mal was. Ich will mal was schauen, liebe Leute. Guck mal, dass wir hier so ein bisschen so den Abfall wegkriegen. Das ist natürlich sehr dumm, eine Riesenbombe dahinzustellen, wenn man da so eine Stoßfalle hat. Ist ja nicht der intelligenteste Schachzug, aber okay. So, einen jetzt hier und einen jetzt hier ansetzen, ne? So, und jetzt müssen wir gleich mal gucken, dass wir hier da an die Riesenbombe, hier an die Doppelkanone erstmal was ansetzen. Und hier was rein. Und dann warten wir auf den Crusher. Der Crusher muss kaputt. Oh, es ist sehr schwierig, das anzusehen. Aber der Crusher ist jetzt down.
Na, der Crusher kann jetzt erstmal nichts machen. Also der zieht unseren Hog Ridern kein Leben ab. Und dann schauen wir mal. Hog Rider mit Packern gemischt, so ein bisschen drinne. Der erste Packer explodiert. Macht übelst viel Schaden. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Aber die Hog Rider sind natürlich, Leute, hier Max Level. Man sieht die Packer. Das haut schon ordentlich rein. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ne, wie das aussehen würde, wenn die Max sind. Ich glaube, dann würde das alles hier wieder nicht ganz so krass aussehen. Aber, holy shit. Die Packer haben hier ordentlich was weggerissen und durch die Explosion noch was weggehauen. Also die Hog Rider richtig anzusetzen, ziemlich schwierig. Aber man kann es tatsächlich schaffen. Er denkt sich jetzt, fuck, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen, Machttrank zu benutzen? Das ist geil. Das ist auf jeden Fall nice. Die Armeekonstellation, also 20 Barbaren, 3 Packer und 6 von den Hogs. Und dann die Maschine noch dazu, ist gar nicht so schlecht. Wir müssen halt nur gucken, dass der Crusher immer pennt. Was heißt mit den Barbaren so ein bisschen vorleisten? So, und dann setzen wir erstmal hier und hier einen Packer an. So. Und wenn es denn danach geht. Wir müssen halt das wegkriegen. Und dann setzen wir nochmal einen Packer ein. Und dann kommt natürlich die Maschine dazu. Wir setzen hier überall nochmal ein bisschen was an. So, und jetzt gehen die Hog Rider halt mit. Und die Hog Rider machen super viel Schaden. Seht ihr das? Der Packer ist natürlich am Haus. Das hauen wir mit weg. Das macht unglaublich viel Spaß. Endlich wieder Meisterhütte. Ohne Witz, Leute. Holy shit, Mann. Das ist geil. Boom. Und dann explodieren 2 Gebäude noch dazu. Das ist super gut. Es sah am Anfang echt scheiße aus. Aber der Angriff war gut. Das sind 70%. Das sind 70%. Mal gucken, was der junge Mann macht. Auch sehr gut angegriffen. 56%. Die Hog Rider sind super genial. Sind mega witzig. Aber ich glaube trotzdem erst ab Level 18, also wirklich erst ab Max Level, das ist genau das gleiche, was wir damals hatten mit den Packern. Wo wir ja gedacht haben, oh, Packer könnte OP sein. Und am Ende hat sich einfach rausgestellt, dass die Karte halt super, super schlecht ist. Oder dass die Einheit halt wirklich nicht so gut ist. So, wir setzen jetzt nämlich hier erstmal einen Packer an und hier setzen wir einen Packer an. Ah, fuck, das ist nicht so gut. Ah, wir gucken erstmal einen Hock ansetzen und dann Maschine erstmal mit rein, weil der Packer läuft, der hat andere Wege. Die Doppelkanone müssen wir freezen mit 2. Boah, das ist super stark. Das ist super stark. So, wenn die Doppelkanone noch so OP wäre wie damals, könnte man die halt super wegfreezen. Der eine Packer ist oben explodiert. Wir sind mit der Maschine sind wir an dem Rathaus, also an der MH-Base dran. Und die Hog Rider haben noch ordentlich was weggekriegt. Also es ist schon cool. Also man muss aber, ne, man muss beten. Man muss beten, dass man da wirklich halt die, auch die Einheiten so perfekt. Es ist unglaublich cool. Es macht unglaublich viel Spaß. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, was ihr als erstes maxen solltet. Das werde ich aber mal in einem neuen Video machen. Ne? Aber das ist halt, wow. Das ist super. Das ist super cool. Also die Hog Rider machen tatsächlich Spaß, wenn sie Level 18 sind. Ne? Jetzt Level 1 sind sie nicht. Aber ab Level 18, das können wir jetzt nicht sehen, wir schalten halt mehr Trefferpunkte frei. Der Freeze wird halt von 4 Sekunden auf noch mehr erhöht. Ne? Und am Ende gibt es dann nochmal 212 Trefferpunkte dazu plus 18 Schaden. Und man bekommt nur ein einziges Mal im, ich glaube das war Level 8 war das. Da bekommt man ein, genau, da kommt man ein Schweine,
Zeppelin, Gleitersturz. Wie heißen die Dinger überhaupt? Also, wie heißt die Einheit? Schweinezeppelin? Schweinegleiter, genau. Die Schweinegleiter können ganz cool sein. Warte, ich muss mal. Leute, sagt mir das so. Warte. Aber da ist. So, jetzt dürfte der Schatten hinten weg sein. Ja, der Greenscreen ist nicht richtig beleuchtet, ne? Wenn er nicht richtig beleuchtet ist, dann wirft der Schatten, das ist nicht gut. So, das ist auf jeden Fall fürs dieses Video. Ich sag mal ganz ehrlich, Schweinereiter-Dinger ab Level 18 mit Päckern und Barbaren könnte eine geile Armee werden. Ist auf jeden Fall sehr gut. Aber man weiß natürlich nicht, ne? Das war jetzt gerade nur ein 8er und kein MH9er. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss, bis dann.